Den Besucherrekord hat die Kieler Woche auch dem durchgehend guten Wetter zu verdanken. An manchen Orten wurde es abends sehr voll. Nicht nur am ersten Wochenende, als es zu Staus an der Kiellinie kam, sondern auch gestern Abend, wieder berichten Augenzeugen. Die Stadt wollte das Besucheraufkommen mit einem Einbahnstraßensystem bewältigen. Dass der ein oder andere mal vielleicht für 2 Minuten denkt, Mensch, ihr könntet schneller vorangehen, das mag sein. Wenn Hunderttausende im Gedränge sind, dann gibt es natürlich sehr unterschiedliche Empfindungen. Aber wir wissen, und das sehen wir dann ja von der Polizei, die Rückmeldung, die wir von den Rettungskräften kommen, das war eine zu jedem Zeitpunkt friedliche und sichere Kieler Woche. Sicher fand auch die Polizei die Kieler Woche. 262 Einsätze gab es, das sind 62 weniger als im Vorjahr, trotz 3,8 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Einen Anstieg gab es bei den sogenannten Rohheitsdelikten. Das meiste von diesen Verfahren, von den 82 Rohheitsdelikten, sind Körperverletzungsdelikte. Das ist relativ normal, wenn so viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, wenn in großen Mengen Alkohol ausgeschenkt wird, insgesamt eine ausgelassene Stimmung herrscht. Und dann kommt es auch immer mal dazu, dass Menschen sich nicht so gut vertragen und das dann körperlich austragen. Die Kieler Woche ist vor allem auch ein Segelevent. 4000 Seglerinnen und Segler traten in 24 Klassen in Schilksee an. Das gute Wetter zeigte hier seine Schattenseite. Wir hatten deutlich zu wenig Wind. Gerade in der ersten Hälfte hatten wir tatsächlich Angst, dass wir am Ende, wenn dann die Medal Races stattfinden am Mittwoch, wenn die olympischen Klassen fertig sind, nicht durchkommen. Da hat uns der Wettergott dann noch so ein bisschen in die Karten gespielt. Am Mittwoch kam dann noch ein bisschen Wind, sodass wir dann alles noch zu Ende bringen konnten. Heute Abend könnte es noch mal richtig voll werden. Dann geht die Kieler Woche mit einem Feuerwerk zu Ende.